die Videosammlung von meinem Vater entdeckt. Und wir reden jetzt nicht von den größten Klassikern der Filmgeschichte oder irgendwelchen BBC-Dokus über den Zweiten Weltkrieg, ja? Nein, wir reden hier von Pornos. Pornos. Dann hatte der aber auch Schwanz der Vampir. Der Sexorzist. Und dann diese Filme mit diesen kleinen Franzosen, diesen Froschfresser. Hier, Balduin und die Nutten von Saint-Tropez. Ich war 11 Jahre alt und pornosüchtig. Thank you.